Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Es gibt Neuigkeiten von der Juno-Mission. Erste Daten und tolle Bilder, und die müssen wir uns genauer anschauen. Am 27. August wurden jetzt erste Aufnahmen gemacht. Es kam also zu einem ersten nahen Vorbeiflug an der Atmosphäre, 4200 Kilometer Höhe nur. Und das sind schon beeindruckende Bilder. Aber vorab nochmal ganz kurz, ganz allgemein zur Mission. Wir hatten ja ein eigenes Video zur Sonde und zu den Hintergründen, zu den Zielen der Mission. Hier nochmal kurz, 20 Meter Durchmesser, die Solarpanels, eine solargetriebene Mission. Die werden nach außen hin ein bisschen breiter und man sieht hier die Antenne sehr schön unter einem kleinen Sonnenschirm, wenn man so will. Das ist also radiodurchlässiges Material, das aber ansonsten die Antenne schützen soll. Haha, wem es übrigens auffällt, mein neuer Zeigestab. Bislang hatte ich ja dieses Teil hier und da hatten sich einige abonniert. Insbesondere ältere Zuseher hatten daran erinnert, dass irgendwie in ihrer Kindheit solche Geräte in der Schule genutzt wurden und sie keine positiven Erinnerungen daran hätten. Und ich möchte das weglassen. Und einer... den Vornamen darf ich nennen, Klaus. Er hat unterzeichnet mit jemandem, der es gut mit Ihnen meint. Sehr schön. Der ist dann so weit gegangen und hat mir dieses Teil hier geschickt. Also er konnte es einfach nicht mehr länger mit anschauen. Jetzt, mit der neuen Ausrüstung also, bin ich in der Lage, besser auf dem Bildschirm zu zeigen. Also danke nochmal, Klaus. So, wir sind also hier bei der Juno-Mission und 60 Quadratmeter haben wir hier etwa Fläche mit dieser Sonde. Das ist schon, ja, das ist schon ein Kaliber. Jetzt sind wir also, das war der ursprüngliche Eintrittswinkel hier. Hier ist der Jupiter. Und man sieht jetzt hier von der Sonne aus betrachtet. Also wir werden jetzt hier die Sonne vor dem Bildschirm und sehen uns die ganze Mission an. Also hier ist der Eintritt und dann geht es hier in diese Orbits. Erstmal sind es sehr, sehr weite, ausladende Orbits. Die sind also mit 53,5 Tagen weit. Und wir wollen natürlich in engere Radien, also wir wollen dann runter auf 14-tägige Umlaufzeiten. Aber noch sind wir eben jetzt in diesen schlechteren Orbits. Aber immerhin sind hier schon erste Messungen möglich. Später wird dann sich die Bahn immer weiter verändern und wir werden in diese kürzeren Orbits eintreten, die sogenannten Science Orbits. Also wer das genau wissen möchte, man nennt diese großen Umlaufbahnen die Capture Orbits. Das ist nochmal ein Blick von oben drauf, wieder von der Sonne aus gesehen, aber jetzt... Also der Winkel aber von oben betrachtet. Und dann sieht man auch sehr schön, wie diese Orbits hier, das sind die Eintrittsgeschichten, hier ist wieder der Jupiter. Und dann sieht man sehr schön, dass das hier immer weiter hier in so eine Art Periheldrehung passiert. Dadurch werden wir auch immer wieder neue Bereiche sehen und da wird ein spezielles Manöver ausgeführt. Man nennt es das Orbit Trim Manöver. Das ist immer ungefähr 5 Stunden nach der größten Annäherung. Wird ein bisschen gezündet und dann nimmt man eine neue Bahn ein. Hierzu gibt es auch hier eine wunderbare Animation von der NASA. Die zeige ich Ihnen mal. Hier sieht man also die Bahnen, wie sie sich allmählich verändern werden. Hier der Jupiter. Insgesamt sollen 36 Bahnen werden. Es gibt also noch einiges zu erwarten. Und hier sieht man jetzt direkt eine nette Animation. Hier sieht man direkt als würde man auf der Sonde mitreisen.
diese Orbits. Also man nähert sich immer wieder mal an den Jupiter, dann fällt man an ihm vorbei und dann entfernt man sich wieder. Okay, wer Animationen mag. Interessanter sind die echten Aufnahmen aus meiner Sicht. Das ist jetzt eine Aufnahme aus 195.000 Kilometern Entfernung. Und da sieht man schon sehr schön den Nordbereich, den man immer zuerst untersuchen kann. Also hier oben wäre ungefähr der Nordpol. Und was uns insbesondere interessiert hat, bei diesen ersten Daten, das ist die Struktur dieses Gebietes. Da gibt es nämlich einige Ungereimtheiten, die wir mit Hilfe dieser Daten auflösen wollen. Ich zeige Ihnen noch eine bessere, nähere Aufnahme. Also hier ist wieder Norden und man sieht hier, in diesem Übergangsbereich, da sind starke Strömungen, das sind Jetstreams in der Atmosphäre. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es gibt nicht diese charakteristische Figur, die wir eigentlich erwartet hätten. Es mischt sich hier, es ist keine klare Kante. Also man nennt es es meandert etwas. Sehen Sie diese? Ich mache Ihnen nochmal ein größeres Bild. Also hier sieht man diese Hurricane-Strukturen, wenn man so will. Dieses Auftreten dieser Signatur, man nennt es auch Rossby-Wellen. Das ist jetzt schon in 78.000 Kilometern Entfernung. Und bevor es wieder zu Verschwörungstheorien kommt, der Kontrast ist leicht erhöht bei dieser Aufnahme, um diese Strukturen genauer herauszuarbeiten. Gemacht natürlich mit der Juno-Optik, also mit dieser eigenen Kamera, die einem nur, ja, überwiegend zu Spaßzwecken dient. Es gibt noch ein bisschen Streulicht in der Aufnahme, das werden wir noch verbessern bei den nächsten Durchläufen. Also das ist das, was wir sehen und das ist das, was wir erwartet hätten. Das ist jetzt ein direkter Blick auf die Achse, auf den Nordpol des Saturn. Hier gibt es nämlich eine Struktur. Wenn Sie sich das anschauen wollen, das ist ein Hexagon, also ein Sechseck. Und diese Jetstreams auf dem Saturn, die bilden hier ein unglaublich stabiles Gebilde. Stabil über Jahrzehnte hinweg. Also wir hatten das schon mit den ersten Voyager-Geschichten gesehen, bis hin zu Cassini. Also das ist ein extrem stabiles Wetter, wenn man so will. Und deshalb hätten wir gerne etwas gelernt über diese Jetstreams, die ja auch eine Rolle spielen bei dem irdischen Wetter. Nur hier bei uns auf der Erde ist es viel komplexer, das herauszuarbeiten, weil wir haben Ozeane, Landmassen, wir haben eine kompliziertere Topologie und all das führt dazu, dass wir uns danach sehnen, den Objekt isoliert zu sehen. Und das können wir hier auf einem Gasriesen. Und das hat uns dann am Saturn, wie gesagt, schon sehr fasziniert. Und irgendwie dachten wir natürlich alle, so etwas Ähnliches werden wir jetzt auch auf dem Jupiter sehen. Nur, tja, weit gefehlt. Interessant aus meiner Sicht ist es auch, dass diese Jets mit hohen Geschwindigkeiten hier sehr enge Radien fahren. Also das ist schon faszinierend.
Also warten wir mal ab, was zukünftige Annäherungen an den Jupiter dann wirklich ergeben werden zu dieser Struktur. So, jetzt sind wir natürlich wieder beim Jupiter angelangt und wir wollen uns jetzt mit der Infrarotkamera, also diese GRAM, das ist diese Jovian Infrared Auroral Mapper. Also, okay. Eine Infrarotkamera und da kann man jetzt in verschiedenen Wellenlängenbereichen die Atmosphäre betrachten. Man nimmt jetzt zum Beispiel sowas wie 3,45 Mikrometer Wellenlänge. Das wäre so typischerweise angeregtes H+, also ionisierter Wasserstoff. Und da sehen wir natürlich diese Nordlichter besonders schön. Das ist das, was Sie oben sehen, dieser blaue Bereich. Darunter nimmt man dann eine Wellenlänge, die um diese thermischen Emissionen herauszukitzeln. Das wären dann schon so 4,8 Mikrometer ungefähr. Und jetzt kann man hier den Jupiter gewissermaßen einmal abscannen auf diese Art und Weise. Das sind also 580 Einzelbilder, die verteilt auf über 9 Stunden gemacht werden. Das führt dazu, dass man fast einen kompletten Umlauf hier abbilden kann. Fahren wir also das Ding mal ab. Das sind jetzt diese ungefähr 3,5 Mikrometer und darunter jetzt diese, man sieht es ja hier nochmal, diese 4,8 Mikrometer. Und da werden wir jetzt ganz viele Details herausarbeiten aus der Atmosphäre in der Datenauswertung. Es gibt auch Aufnahmen im Radiobereich. Und das wäre jetzt hier so eine typische Signatur. Das wurde jetzt mit einem eigenen Gerät gemacht. Man nennt es einfach nur kurz Waves. Und interessant ist es jetzt, diese Aufnahme, die wurde ins Spektrum verschoben, in dem der Mensch es hören kann. Es gibt Leute, die mögen das. Ich bin jetzt kein großer Fan dieser künstlich erzeugten Geschichten, aber ich wollte es Ihnen einfach mal zeigen. Man kann also, eigentlich ist es so im Bereich von 7 Kilohertz bis 140, ja, bis rauf zu 150 Kilohertz vielleicht sogar. Und man verschiebt es jetzt einfach in den hörbaren Bereich und dann ist man fasziniert von den Tönen, wenn man es mag. Also ich spiele es Ihnen jetzt mal vor. Radio Jupiter, wenn man so will. Wie gesagt, wärmere Bereiche sind höhere Intensitäten in diesem Bild. Und eigentlich hätte dieser Durchlauf etwa 13 Stunden gebraucht. Das ist also im extremen Raffermodus. Die ganze Geschichte, die geht eigentlich schon zurück auf Nikola Tesla. Der hat 1899 eine Antenne aufgebaut, einfach testweise. Und hat dabei ein Signal erfahren. Und das war sehr, sehr periodisch. Ich glaube, es waren so 400 Hertz ungefähr. Und er konnte das irgendwie zuordnen mit Konstellationen am Himmel. Also er dachte, das könnte jetzt ein Signal vom Mars sein. Und in Wirklichkeit war aber der Jupiter weit hinter dem Mars vorbeigezogen. Und er hatte Radio Jupiter gehört, wenn man so will.
Auch in den 60er Jahren hat es immer wieder eine Rolle gespielt, dieses Signal. Und ja, jetzt sind wir natürlich nah dran. Jetzt haben wir tolle Aufnahmen davon. Übrigens hat der Jupiter auch Ringe. Ja, nicht nur der Saturn. Und auch da wollen wir genau diese Plasmazusammensetzung und diese Dinge herausarbeiten. Man muss sich einfach vorstellen, da ist eine gewaltige Magnetosphäre, die ist ja größer als unsere Sonne im Endeffekt. Und alles, was sich da drin bewegt und irgendwelche Teilchenströme verursacht, das beeinflusst diese Zusammensetzung. Also wir kriegen dann irgendwelche Plasma-Geschichten, die um Feldlinien herum spiralieren und solche Geschichten. Daraus bilden sich Ringe. Also man sieht es hier sehr schön. Das ist übrigens ein Bild aus unserem Buch. Und da sieht man sehr schön Jupiter. Und hier der Mond Io im grünen Bereich hier, da dreht er seine Bahn. Io ist deshalb so entscheidend, wenn es um diese Ringbildungen geht, weil der hat Vulkanismus. Also da werden Teilchen nach draußen beschleunigt. Und da ist natürlich mehr los, mehr Wechselwirkung. Europa im Vergleich hier draußen dreht auch eine Bahn in einem, ja, man muss sich das fast vorstellen wie ein Torus, also wie so ein Ring, so ein Reifen, Autoreifen. Die Amerikaner nennen es auch gerne meinen Donut. Und auch diese Ringe, die wollen wir natürlich genauer untersuchen. Und dann gibt es Erkenntnisse zu, tja, Nordlichtern oder Südlichtern. Der südliche Teil ist nämlich nicht einsehbar für das Hubble Space Teleskop oder von der Erde aus. Der nördliche Bereich schon. Das ist jetzt hier eine Aufnahme des Hubble-Teleskops von der nördlichen Aurora. Die wollte ich Ihnen auch zeigen, weil es einfach wunderbar hier ist. Im Wellenlängenbereich von angeregtem Wasserstoff. Also Bilder in dieser Güte hatten wir schon. Vom Südpol hatten wir keine Aufnahmen und jetzt beim ersten Bypass konnten wir eben jetzt auch Aufnahmen vom Südpol generieren. Und das sieht jetzt so aus. Wow. Also das ist jetzt das südliche Polarlicht wieder im Bereich so 3,3 bis 3,6 Mikrometer etwa Wellenlänge. Ja, also dieses Bild hat schon viel Freude ausgelöst. Immer wenn man etwas zum ersten Mal beobachten kann, dann ist es natürlich eine große Aufregung. Was erwarten wir jetzt als nächstes? Nun, wir werden jetzt Schicht für Schicht, bei jedem Umlauf werden wir versuchen, tiefere Informationen aus der Atmosphäre zu gewinnen. Das ist ja das Schöne, mit diesen unterschiedlichen Wellenlängenbereichen kann man die Atmosphäre regelrecht schichtweise auflösen. Und die große Frage, die hinter allem steht, ist natürlich der Kern. Das ist ja ein maßgebliches Ziel dieser Mission herauszuarbeiten. Besitzt der Jupiter einen Felskern? Ja oder nein? Und wenn ja, wie groß? Und das ist von großer Bedeutung für all unsere Modelle und unsere Vorstellungen der Bildung unseres Sonnensystems. Warum? Es gibt konkurrierende Modelle im Augenblick und mit den Simulationen können wir das nicht konkret herausarbeiten, was jetzt wirklich das bessere und passende Szenario wäre. Es gibt die einen, die sagen, gut, es gibt diese Scheibe, die sich bildet um diesen Protostern. Und in dieser Scheibe, da sind Brösel, die sich immer mehr zu größeren Brocken irgendwie zusammentun. Also Felsen, die hier wachsen. Das dauert. Und die umkreisen jetzt einfach diesen Stern.
diesen Protostern und sammeln Material auf. Und weiter draußen, da haben wir jetzt viel mehr Eis. Das ist das Verhältnis ungefähr Fels zu Eis, so 1 zu, also ein Viertel Fels, drei Viertel Eis. Und dadurch gelingt es effektiver, Schneebälle kann man leichter formen als jetzt einfach nur Staub, den man zu größeren Brocken verdichten möchte. Und das ist so ein gängiges Szenario und das wirkt plausibel. Aber wir haben jetzt sehr viele extraterrestrische Systeme beobachtet. Und da haben wir gelernt, dass diese Scheibe sich sehr, sehr schnell auflöst. Weil, also vor allem weil da draußen gibt es einfach immer das Problem, der Protostern, der zündet irgendwann. Und dann verändert er die Ausgangsbasis dramatisch. Da gibt es starke Sternwinde. Der klatscht richtig Energie in diese Scheibe hinein. Material ionisiert regelmäßig, regelrecht. Also das verändert die Rahmenbedingungen fundamental. Und die Kernaussage ist die, wir haben nicht beliebig viel Zeit. Das ist ein Wettlauf zwischen den Planeten, die sich bilden wollen, und dem Protostern, der die Scheibe irgendwann maßgeblich verändert. Wir wissen aber auch, dass diese Gasriesen relativ schnell entstanden sind. Weil die Scheibe eben nach, sagen wir mal, 7 oder 10 Millionen Jahren ja schon lange weg gewesen wäre. Dort, wo sie entstanden sind. Jetzt gibt es einen großen Widerspruch. Und da setzt jetzt das Konkurrenzmodell an. Und die sagen, okay, wenn ein Stern einfach nur durch den Kollaps von Gas entstehen kann, wieso sollte es nicht auch ein großer Planet wie der Jupiter? Das würde bedeuten, dass es weiter draußen Bereiche gibt, wenn wir eine sehr, sehr massereiche Scheibe voraussetzen, die dort lokal kollabieren, ähnlich wie ein Stern. Da gäbe es dann regelrechte Arme und alle möglichen Strukturen, die sich da ausbilden würden. Und also man nennt es das Kernkollapsmodell. Das eingangs erwähnte wäre das Akkretionsmodell. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, so, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Jupiter? Also hat er jetzt einen Kern? Dann spricht es eher, je größer der Kern ist, umso eher spricht es für dieses Akkretionsmodell. Oder hat er vielleicht gar keinen Kern oder einen sehr kleinen, dann spricht es eher für dieses Kollapsmodell. Daran werden wir natürlich unsere Simulationen dann justieren und kalibrieren und anpassen. Und dann werden wir sehr viel lernen über die Entstehung unseres Sonnensystems. Das ist ein wesentliches Ziel dieser Mission. Insofern sind wir alle schon ganz neugierig jetzt auf diese nächsten Umläufe. Und wir sind alle froh, so Mitte Oktober gibt es nochmal ein größeres Manöver, dann werden wir nochmal in eine günstigere Bahn eintreten und bis Mitte November etwa müssten dann diese stabilen 14-tägigen Orbits eingenommen sein. Dann werden wir sehr viel Information gewinnen. Ansonsten fällt mir noch eine Sache ein, abschließend. So ganz nebenbei ist die Juno-Sonde das schnellste von Menschenhand gemachte Flugobjekt. Die Sonde ist mit über 200.000 Kilometer pro Stunde unterwegs. Also, ich glaube, die bisher maximale Geschwindigkeit war 266.000 km/h. Das sind, also von mir hier, von mir zu Hause an die Uni in München oder an die Sternwarte, wenn ich hochfahre, das sind ungefähr 75 Kilometer. Und da brauche ich trotz Autobahn eine Stunde. Oder mit dem Zug. Die Juno-Sonde würde diese Entfernung in einer Sekunde zurücklegen. Das finde ich schon erstaunlich, was wir
Trockennasenaffen hier auf diesem Planeten alles bauen und konstruieren und veranstalten. Also, wir sind schon eine eigenwillige Spezies.